das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Als erstes Kabinettsmitglied seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine hat Bundesaußenministerin Baerbock das Land besucht. Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj dankte ihr dieser für die deutsche Solidarität. Damit scheinen die diplomatischen Irritationen zwischen Kiew und Berlin überwunden. Passend dazu eröffnete Baerbock in der ukrainischen Hauptstadt die zu Kriegsbeginn geschlossene deutsche Botschaft wieder. Zum Auftakt ihres Besuchs war die Ministerin im Vorort Butscha, dem Schauplatz mutmaßlich russischer Kriegsverbrechen. Sie ist unterwegs in schwieriger Mission, Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, am Vormittag in Butscha. Begleitet von einem Pressetross und Sicherheitsleuten. Dieser Ort steht wie kaum ein anderer für die Gräueltaten. Baerbock fordert Aufklärung. Das sind wir den Opfern schuldig. Und diese Opfer, auch das spürt man hier so eindringlich, diese Opfer könnten wir sein. Butscha ist ein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Mehr als 400 Leichen waren hier nach dem Abzug der russischen Truppen gefunden worden. Irpin, nur ein paar Kilometer weiter, auch dieser Vorort von Kiew, war unter massivem russischem Beschuss. Baerbock besucht ein völlig zerstörtes Mehrfamilienhaus. Später in Kiew auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Kuleba, klare Worte gen Moskau. Wir haben mehr als deutlich verstanden, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten keine Sicherheit bringen, wenn dem Aggressor das Wohl seiner Bevölkerung einfach egal ist. Deshalb reduzieren wir mit aller Konsequenz unsere Abhängigkeit von russischer Energie auf null. Und zwar für immer. Unterdessen wird in der Ukraine weiter gekämpft, so auch in Odessa. Hier hat es in der Nacht Raketenangriffe gegeben. Bilder vom Azov-Stahlwerk. Ukrainische Kämpfer berichten heute erneut von massiven russischen Beschuss. Möglicherweise sind immer noch Zivilisten eingeschlossen, so regionale Politiker. Baerbock trifft auch Präsident Selenskyj, begleitet vom niederländischen Außenminister. Im Mittelpunkt der Gespräche Unterstützung im militärischen Bereich und beim Wiederaufbau der Ukraine. Und an der deutschen Botschaft in Kiew wird die Arbeit wieder aufgenommen, vorerst noch in Minimalpräsenz. Robert Kempe in Kiew. Sie haben Außenministerin Baerbock den Tag über begleitet. Wie ist Ihr Besuch aufgenommen worden? Ja, der ukrainische Präsident Selenskyj hat Annalena Baerbock gedankt, dass sie gekommen ist. Er hat es als Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk gewertet. Er scheint also auch dieser Besuch auf diesem Weg, das zuletzt angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und der Ukraine, etwas normalisiert zu haben. Mit den Menschen, mit denen wir hier gesprochen haben, die haben uns immer wieder betont, dass es wichtig sei, dass ausländische Politiker ins Land kommen, damit sie sich selbst ein Bild hier machen können, was in der Ukraine passiert ist. Unter dem Hintergrund hat man heute Annalena Baerbock vor allen Dingen in Butscha, dem Ort, wo es ja Massaker an Hunderten von Zivilisten gegeben hat, sehr, sehr erschüttert gesehen. Wichtig in dem Zusammenhang muss festzuhalten sein, dass es Annalena Baerbock hier sehr, sehr wichtig war, auch auszudrücken, dass Deutschland sich an der Aufarbeitung dieser Massaker, dieser Verbrechen beteiligen möchte. Sie hat angekündigt, dass Deutschland zwei Staatsanwälte stellen möchte, die dabei helfen sollen, diese Verbrechen aufzuklären und die Täter zu überführen. Danke, Robert Kempe in Kiew. Die Zahl politisch motivierter Straftaten in Deutschland hat einen Höchstwert erreicht. Laut Jahresbericht des Bundeskriminalamts wurden im vergangenen Jahr mehr als 55.000 Delikte registriert. Der höchste Stand seit Einführung der Statistik vor 20 Jahren. Die größte Gefahr geht demnach, wie auch in den Vorjahren, von Rechtsextremisten aus. Der größte Anstieg wird hingegen bei Straftaten verzeichnet, die weder rechts noch links zugeordnet werden. Viele dieser Delikte wurden im Zuge der Corona-Proteste registriert. Angriffe auf Journalisten, Polizisten, Videos von Demos sogenannter Querdenker. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten so hoch wie nie. Das Rekordhoch der Fallzahlen ist ein Spiegel aktueller gesellschaftlicher und politischer Spannungen in unserem Land und sowie der zumindest in einigen Teilen der Bevölkerung bestehenden Radikalisierungstendenzen.
23,2% mehr Straftaten gab es im Vergleich zum ersten Jahr der Datenerfassung 2001. Die Zahlen links- und rechts motivierter Straftaten sanken im Vergleich zum Vorjahr um 7,87%. Ein deutliches Plus, 147,4%, gab es bei Straftaten, die keiner Gruppe zuzuordnen sind. Wir haben im letzten Jahr im Vergleich zum Vorjahr einen rasanten Anstieg feststellen müssen von Straftaten, die nicht eindeutig zuordnenbar sind, wo am ehesten noch der gemeinsame Nenner ist, sich gegen den Staat zu wenden. Viele dieser Taten hätten im Umfeld von Anti-Corona-Protesten stattgefunden. Laut betroffenen Vertretern stecke dahinter häufig eine rechte Gesinnung. Die Straftaten nicht als solche zu benennen, würde die Statistik verwässern. Ich finde, es ist die Verantwortung der Landeskriminalämter und auch des BKAs, hier einfach eine bessere Zuordnung zu machen. Und ich finde, man macht es sich zu leicht, wenn man sagt, oh, das ist vielleicht, oh, das braucht Zeit. Laut Bericht zu politisch motivierten Straftaten zeigt sich auf Anti-Corona-Protesten auch immer wieder Antisemitismus. Eine Studie heute vorgestellt zeigt, antisemitische Einstellungen sind in allen Bevölkerungsschichten verbreitet. Wobei auch die Studie gezeigt hat, dass Anhänger der AfD und von rechtspopulistischen Tendenzen höhere antisemitische Einstellungen haben als die Gesamtbevölkerung. Und Muslime hätten häufiger antisemitische Einstellungen als Nicht-Muslime. Hoffnung mache, dass sich immer mehr Menschen bewusst seien, dass Antisemitismus ein gesellschaftliches Problem ist. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht steht nach Dienstflügen in Begleitung ihres Sohnes weiter in der Kritik. Die Union bezeichnete die Nutzung der Bundeswehr für private Zwecke als stillos und forderte weitere Aufklärung. Das Verteidigungsministerium erklärte, die Mitreise sei rechtlich zulässig. Lambrecht habe die Kosten zu 100% übernommen. Die SPD-Politikerin war in Begleitung ihres Sohnes in einem Regierungshubschrauber zu einem Truppenbesuch nach Schleswig-Holstein geflogen. Im Anschluss daran machte sie mit dem Sohn Urlaub auf Sylt. Prinz Charles hat heute erstmals die Rede zur Eröffnung der Sitzungsperiode des britischen Parlaments gehalten. Der 73-Jährige vertrat dabei seine 96-jährige Mutter Queen Elizabeth, die ihren Auftritt aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte. Der Text der Ansprache wird traditionell von der Regierung geschrieben. Anwesend sind die Mitglieder beider Parlamentskammern. Es war der Beginn einer neuen Ära und ein seltsam ungewohnter Anblick. Statt der Queen schritt Prinz Charles Richtung Thron, um feierlich die neue Legislaturperiode zu eröffnen. Das, was er dann an Gesetzesentwürfen verlas, enthielt vor allem gegen Ende eine nur leicht verschleierte Drohung Richtung Brüssel. Der Zusammenhalt des Vereinigten Königreichs ist von herausragender Bedeutung für die Regierung Ihrer Majestät. Einschließlich der engen ökonomischen Bande zwischen all seinen Teilen. Laut britischer Presse will Johnson schon in den nächsten Tagen das sogenannte Nordirland-Protokoll außer Kraft setzen. Das heißt, er will die Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien einstellen, womit er gegen den Brexit-Vertrag, den er selbst verhandelt hatte, verstoßen würde. Seine Vorgängerin hielt das heute für keine gute Idee. Die Regierung sollte auch sehen, was ein solcher Schritt über uns aussagen würde und unsere Bereitschaft, uns an internationale Gesetze zu halten. In den nächsten Tagen dürfte sich herausstellen, wie ernst Johnson diese Drohung wirklich ist. Die EU-Kommission hat den britischen Premier heute davor gewarnt, den schwelenden Konflikt um Nordirland weiter anzufachen. Aber Johnson, der von innenpolitischen Krisen rund um verbotene Lockdown-Partys gebeutelt ist, könnte das ignorieren, wenn er den Eindruck gewinnt, dass eine solche Eskalation ihm innenpolitisch nützen kann. Nach der Anordnung der radikal-islamischen Taliban, dass Frauen in Afghanistan in der Öffentlichkeit die gesichtsverhüllende Burka tragen müssen, ist es zu Protesten gekommen. Die Taliban hatten nach ihrer Machtübernahme im August vergangenen Jahres angekündigt, das Land nicht so streng zu regieren wie in der Zeit zwischen 1996 und 2001. Dennoch verschärften sie nach und nach die Vorschriften für Mädchen und Frauen. Öffentlicher Protest gegen die Vollverschleierung in Afghanistan. Keine der Frauen trägt das Gesicht bedeckt oder eine Burka. Sie verstoßen damit gegen die neue Anordnung der Taliban. Was denken die eigentlich? Wenn die Frauen in Afghanistan ihr Gesicht verschleiern oder Burka tragen, löst das dann alle Probleme hier?
Die Taliban wollen die kleine Gruppe der Demonstrantinnen stoppen. Auch Filmaufnahmen und Berichterstattung sollen verhindert werden. Ein Versuch der Frauen, dem Ministerium für Tugend eine Protestnote zu übergeben, schlug fehl. Wir werden so lange protestieren, bis sie unsere Forderungen akzeptieren und bis wir bekommen, was wir wollen und die Taliban zustimmen. Viele andere Frauen folgen den frauenfeindlichen Anordnungen der Taliban und tragen Ganzkörperschleier. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch fordert die westlichen Länder auf, den Frauen in Afghanistan zu helfen. Die deutsche Regierung, aber auch andere Regierungen der Europäischen Union sollten sehr großzügig und sehr schnell und unbürokratisch Visa vergeben, dass die Frauen in ein Land können ihrer Wahl. Frauen leben in Afghanistan gefährlich, wenn sie ihre Meinung sagen wollen, wenn sie leben wollen wie erwachsene Menschen. Die Taliban haben den Frauen heute gedroht. Protestieren sie erneut, erwarten sie Folter und Gefängnis. Nach einer neuen UN-Klimaprognose könnte die Erderwärmung die kritische Schwelle von 1,5 Grad Celsius in den kommenden 5 Jahren zumindest zeitweise überschreiten. Das Risiko hierfür liegt demnach bei 50%. 2015 lag die Wahrscheinlichkeit noch nahe Null. Im Pariser Klimaabkommen hatten sich die Vereinten Nationen verpflichtet, die dauerhafte Erderwärmung auf möglichst unter 1,5 Grad zu beschränken. Andernfalls drohen laut Experten erhebliche Auswirkungen, die teilweise jetzt schon auch hierzulande spürbar sind. Nur wenig steht so sinnbildlich für Deutschland wie der deutsche Wald. Doch seine Schönheit ist bedroht. Trockenheitsperioden nehmen zu, Schädlinge vermehren sich und verändern das Bild des Waldes. Die Weltwetterorganisation warnt nun, schon bis 2026 könnte erstmals die Marke von 1,5 Grad Erderwärmung erreicht werden. Für Waldbesitzer wie Martin Tritschler im Hochschwarzwald ein Horrorszenario. Die Veränderung des Klimas bekommen wir in erster Linie durch die Extremwetter zu spüren. Das heißt, wir haben lange Trockenzeiten, wir haben heftige Stürme, Starkstürme, Orkane, die den Wald schädigen. Und das habe in den vergangenen Jahren noch zugenommen. Auch die Jahresdurchschnittstemperaturen steigen. 2021 haben Experten einen Anstieg der Temperatur um 1,2 Grad festgestellt im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Die kritische Grenze von 1,5 Grad aus dem Pariser Klimaabkommen scheint nicht mehr weit entfernt. Nur weil wir ein Jahr die Marke von 1,5 Grad überschreiten, heißt das nicht, dass das Pariser Klimaabkommen verfehlt wird. Das bedeutet aber, wir müssen unsere Bemühungen, Treibhausgase einzusparen, dramatisch verstärken. Im Hochschwarzwald will Waldbesitzer Tritschler nun reagieren und seinen 500 Jahre alten Familienwald klimafest machen. Eine Maßnahme: statt Kiefern und Fichten setzt Tritschler auf resistentere Baumsorten wie die nordamerikanische Douglasie. Dieses weltberühmte Pop-Art-Bild von Marilyn Monroe hat gestern für einen Rekordpreis den Besitzer gewechselt. Das Auktionshaus Christie's versteigerte in New York das Porträt der Hollywood-Legende für umgerechnet etwa 185 Millionen Euro einschließlich Kommission. Damit ist der ikonische Siebdruck des US-Künstlers Andy Warhol das bislang teuerste Kunstwerk des 20. Jahrhunderts. Der Erlös kommt einer Stiftung für Kinder zugute. Das Finale der Fußball-EM 2024 in Deutschland wird im Berliner Olympiastadion ausgespielt. Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußballunion UEFA. In dem Stadion mit 70.000 Plätzen hatte bereits das Endspiel der WM 2006 stattgefunden. Und wie damals, beim Sommermärchen, wird auch bei der Euro 2024 wieder München Austragungsort für das Eröffnungsspiel mit der deutschen Mannschaft als Gastgeber. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 11. Mai. Morgen strömt nochmal sehr warme Luft zu uns, sodass örtlich die 30-Grad-Marke erreicht wird. Heute Nacht gibt es im Norden und in der Mitte hier und da Schauer, sonst bleibt es trocken. Morgen ist es in der Südhälfte meist sonnig. Nach Norden hin gibt es teils Sonne, teils dichte Wolken. Dazu im Nordseeumfeld öfter, in der Mitte und im Nordosten einzelne Schauer. In der Nacht meist 17 bis 11, im Norden und an den Alpen 8 Grad. Morgen werden im Norden 14 bis 24, sonst sommerliche 25 bis 30 Grad erreicht.
Am Donnerstag Sonne und Wolken, in der Mitte und im Osten einzelne Schauer, an den Alpen auch Gewitter. Am Freitag südlich der Donau teilweise kräftige Regenfälle und Gewitter, am meisten Sonne vom Saarland bis zur Oberpfalz. Samstag weitgehend trocken. Um 22.15 Uhr hat Helge Fuß diese Tagesthemen für Sie. Symbolträchtiger Besuch, wie Annalena Baerbock in Kiew empfangen wird. Und Kandidat der Herzen, warum eine ukrainische Band gute Chancen beim Eurovision Song Contest hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.